Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Beim letzten Mal bin ich hier stehen geblieben, als ich die Schnecken wieder gesammelt habe. Oder erneut mal wieder gesammelt habe. Damit mache ich auch weiter. Allerdings werde ich ein bisschen mit Trick 17 an die ganze Geschichte rangehen. Aus zweierlei Gründen. Außerdem, ja, ihr seht, ich sammle hier auch in der Höhle Sachen. Nee, aber aus zweierlei Gründen. Erstens, ich will halt so viel wie möglich sammeln von denen. Und zum anderen möchte ich halt gucken, da ich wirklich alle möglichen Schnecken sammle, die sammelbar sind. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie komme ich höher und höher und höher. Weil anscheinend. Okay, das ist definitiv eine Doggo-Höhle, man merkt es. Aha. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber ich höre hier auf jeden Fall so ein VIP-Object. Oder VIP-Object. Okay, ich nehme auf jeden Fall sehr viele Ressourcen auch für meine Base wieder mit. Habe jetzt schon wieder 2000 Schrauben plus. Ist ja auch was Gutes. Bin ich jetzt höher als ich wollte? Ja. Wesentlich höher. Ah, okay, da oben. Also das Gekletter, das geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel, bin ich ja ganz ehrlich. Aber hey, solange es zielführend ist. Anscheinend aber nur außen. Kann ich das verkraften? Thank you.
erstmal schön weit rüber wieder fliegen hier. Da. Schau mal, guck, sag ich doch. Erstmal den richtigen Stellen suchen, ne? Ah, da, ich hab's gesehen. Sehr schön, jetzt ist hier auch Stille. Oder war für ein paar Sekunden. Na gut. Vertretbar. Jetzt muss ich aber noch hier oben irgendwie auf den Hügel rauf und vor allem muss ich da drüben noch kurz den Schneckerich holen. Wobei, hier ist echt nichts mehr, ne? Okay. Dann gucke ich mich noch weiter um. Ich sehe schon wieder so ein Binnenvieh, das ekelt mich. Okay.
richtig gucken, dann sieht man es auch. Your contract legally compels you to harvest this artifact. So. Gut, dann gehe ich einfach weiter in die Richtung. Irgendwo unter mir. Ich ahne schon wieder. Irgendwo eine Höhleneingang oder so. Oder Zugang überhaupt und ich finde es mal wieder nicht. Na egal, dann suche ich lieber weiter in die Richtung, was? Aus zweierlei Gründen. Erstens, um die Karte aufzudecken, und zweitens, um auch noch was zu sammeln. Ja, okay, ist auch hier irgendwie unter. War ich schon mal. Gut, die Schnecke sehe ich auf 10 Meter Entfernung. Gasmasken gehen mir auch langsam zur Neige schon wieder. Wenn das Scrollrad nicht mitspielt, man sieht es. Nicht, dass ich mich darüber in irgendeiner Art und Weise beschweren möchte, aber es ist halt doch schon ein bisschen sehr Trigger, wenn man ja etwas machen will, also irgendwo auf ein Item scrollen will. Und er einfach davon wegscrollt stattdessen.
Okay, was sagt überhaupt die Karte? Ja gut, viel mehr gab es auch nicht aufzudecken, habe ich das Gefühl. Aber okay. Ich habe doch jetzt hier gerade irgendwas gehört. Aha. Ich glaube, das, was ich schon mal gesucht hatte. Das muss wieder eine Höhle sein. Ich sehe hier keinen Zugang oder so gerade, also etwas suboptimal. Ah. Habe ich nicht gesagt? Sehr schön. Okay, dann gucke ich jetzt mal allgemein noch hier in diese Richtung. Also ich hoffe, euch gefällt übrigens das Let's Play von Tony Hawk Pro Skater 2. Ich muss echt sagen, ich habe mich da echt einfach abgekrampft bei vielen Sachen. Aber ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf, außer halt daran, dass ich mich komplett aufrege und echauffiere über Kleinigkeiten, die ja nicht so sind, wie sie sind, wie ich sie darstelle, sondern nur für mich vom Gefühl her so rüberkommen. Moment mal, was ist das da? Mal abgesehen von Spinnen überlaufen.
Na komm schon. Yes, sorry für jedes Knatschen oder Quietschen mit meinem Stuhl. Mal an der Stelle gesagt sei. Okay, jetzt wird's lustig, hier alle Schnecken zu bekommen. Okay, keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Ich sammle da irgendwas auf. Foliage. Quarz hier auch noch drinne. So. Eieiei. Okay. Ich muss gucken, wie ich da wieder hochkomme. Thank you.
So. Das war's, glaube ich. Okay, Leute, keine Ahnung, wo oder was wir hier gefunden haben, abgesehen davon. Aber es ist halt voller Spinnen und alles. Oder Spinnentiere, sag ich mal lieber so. Okay. Okay, mir reicht das jetzt erstmal. Durch die Höhle gehe ich nie wieder gerade erstmal. Oder zumindest vorerst. Erstmal nicht. Weil das war das Seltsamste, was ich jemals jetzt erlebt habe. Gut, aber ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus. Haut rein und ciao. Tschüss.